Das große Evangelium des Johannes, Band 2. Von Jesus Christus geoffenbart durch das innere Wort an Jakob Lorber. Kapitel 109. Propheten, Gesandte Gottes. Während Ebal, dem schon ein anderes Licht aufzugehen beginnt, noch sofort ratschlagt, kommt auch schon der Hauptmann wieder zurück und erzählt voll Freude und Verwunderung, wie er alles in der besten Ordnung angetroffen habe und wie sich seine Unterkommandanten gewundert hätten, als er nach ihrer Aussage zum zweiten Mal gekommen sei und gefragt habe, obwohl alles in Ordnung sei, indem er doch um eine halbe Stunde zuvor selbst alles aufs Beste bestellt und geordnet hätte. Er aber habe sich damit wieder herausgeputzt, dass er vorgab, hiermit nur eine kluge Nachrevision angestellt zu haben, womit denn auch alle ohne weitere Fragen vollkommen befriedigt waren. Mich aber fragte er darauf höchst wissbegierig, wer denn so nach sein zweites Ich gewesen wäre, das seine Arbeit gar so lobenswert an seiner Stadt verrichtet habe. Sage ich, habe ich dir ja doch zuvor gesagt, dass mir alle Mächte der Himmel und die Kräfte dieser Erde in jedem Augenblick zu Gebote stehen. Du aber mochtest es nicht glauben. Nun aber wirst du es hoffentlich wohl glauben, dass ich ewig keinen Tod zu fürchten habe und dass auch ich ein Herr bin, der etwas zu reden und zu gebieten hat. Sagt der Hauptmann, ja, Herr und Meister, du musst ein Gott sein. Und es erscheint mir unsere römische Gotteslehre eben nicht mehr so fabelhaft wie ehedem, denn ich habe nun an dir ja die vollkommen lebendigste Überzeugung, dass dann und wann denn doch ein Gott seine Himmel verlassen hat und eine Zeit lang bald in der und bald in einer anderen Art sich den sterblichen Kindern gezeigt und sie mit allerlei geistigen und irdischen Schätzen bereichert hat, auf dass die Sterblichen, die sonst wüste Erde also kultivierten, dass sie dereinst auch ein Wohnsitz für unsterbliche Götter würde. Habe ich recht oder nicht? Sage ich, das ist nichts als eine eitelleere Dichtung, die recht heidnisch zart klingt, aber kein Fünklein von einer Wahrheit in sich enthält in der Art, wie du sie verstehst. Ah, wenn du aber unter der Erde die Erkenntnisse und den Willen der Menschen verstehst, dann könntest du wenigstens in einer der Wahrheit gut entsprechenden Art und Weise recht haben. Aber Götter, die nicht und nirgends sind, haben wohl nie irgendwo der Erde Boden betreten. Jene Menschen, durch deren Mund der Geist Gottes zu den Menschen der Erde geredet hat und durch deren Willen gar oft und gar viele Wunder geschehen sind, waren keine Götter, sondern Propheten, an und für sich gleich so gut Menschen wie du und sind auch gestorben dem Fleische nach, aber freilich der Seele und dem Geiste nach nicht. In mir aber betritt der Geist Gottes nun zum ersten Male die Erde. Das ist derselbe Geist, von dem alle die Urväter und alle die alten Weisen und alle die Propheten oft und oft in ihren reinen Gesichtern geweissagt haben. Während ich aber solches zum erstaunten Hauptmann redete, kam ein Diener ins Zimmer und sagte, dass draußen im Freien schon wieder eine Menge Kranker auf die Hilfe harreten und ob ich ihnen helfen möchte. Sage ich zum Diener, so geh hinaus und sage ihnen, dass sie getrost in ihre Heimat ziehen sollen. Und der Diener begab sich eiligst hinaus und erstaunte nicht wenig, als er alle, die ehedem vor dem Hausflur jammerten und wehklagten, heiter, munter und fröhlich, Gott lobend, untereinander hin und her wandelnd erblickte. Nach einer Weile erst sagte er zu den Geheilten das, was ich ihm zu sagen gebot, und die Geheilten zogen in ihre Heimat.
Es ward aber darauf und darüber noch bei 2 Stunden lang geredet, das mit dem, was man schon bei der früheren Heilung geredet hatte, von ein und demselben Geiste war und darum hier füglich übergangen werden kann. Wir nahmen während des Geredes Brot und Wein und begaben uns darauf zur Ruhe.